So, ob Madrid oder Mailand, das ist mir egal, hat mal ein Fußballer gesagt. Hauptsache Italien. Ja, hier sieht man wunderbar, also Inter Mailand spielt hier das Finale gegen Atletico Madrid. Und mein Lieblingsstürmer, den, wo ich den Namen nicht kannte, spielt natürlich bei Atletico Madrid im Sturm. Das ist nämlich Falcao oder wie er heißt. Und das ist auch laut Transfermarkt, hat er einen neuen Marktwert von 60 Millionen. Das muss man sich mal geben. 60 Millionen ist der Typ wert. So, als Schiedsrichter dieser Partie haben wir einen, der hat sogar mal Haare auf dem Kopf. Und dann gibt es auch schon den Anstoß. Und da ist er, der Falcao. Und er trippelt sich auch schon durch. Wird aber von der Abwehr von Inter Mailand gestoppt. Und jetzt kommt hier Milito. Und er wird gefoult hier von Thiago. Und das gibt für Inter Mailand natürlich hier einen Freistoß. Und den macht Philippe Cotvino, oder wie er heißt, per Kopfball ins Tor. Schneider schießt diesen Freistoß direkt auf den Kopf hier von Cotvino und er macht den per Kopfball ins Tor. Bedeutet, Inter Mailand führt 1:0 gegen Atletico Madrid und die müssen jetzt natürlich zusehen, wie sie hier vorankommen. Und da geht schon wieder auf Milito und 0:2, diesmal durch Diego Milito. In der 9. Minute führen die schon 0:2. Alter Schwede, was ist denn hier los? So, Atletico Madrid versucht nämlich weiter jetzt hier voranzukommen. Und das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Wohl eine Flanke versucht, aber das hätte auch ein Schuss sein können. Halbschwanger gibt's nicht, deshalb geht der Ball ins Aus. So, jetzt haben wir hier Falcao und der macht den rein mit einem Lattentreffer von innen unten an die Latte. Der Torhüter hat hier keine Chance, guckt euch das nochmal an hier, zack. Ja, okay, jetzt ist auch er mir im Begriff. Da gehört schon was dazu, so einen Ball zu schießen. So, jetzt Thiago wieder an Milito ran, aber... Oh, was gibt das? Ja, ist der Ball jetzt als ausgewertet oder galt der Pfiff der Schiedsrichter seinen Freistoß? Nein, er ist als ausgewertet, gibt Abschlag hier. Und da haben wir dann wieder hier den Gegenangriff. Jetzt versuchen die hier, sich durchzutrippeln. Rodriguez auf Falcao. So, 20 Minuten sind hier gespielt. Ich weiß gar nicht genau, wo. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Ich glaube, irgendwas mit London war es. Und es steht 1:2. Und Falcao schön auf Rodriguez. Und der trippelt sich da außen einen ab und kommt leider nicht durch. So, jetzt geht's wieder über Milito hier für Inter Mailand Richtung Tor von Atletico Madrid. Aber ja, da wurde ein Foul gepfiffen. Das gibt Freistoß. Kurz ausgeführt. Und dann ist Falcao schon wieder im Vorwärtsgang und dann wird er gefoult. Und jetzt gibt es natürlich einen Freistoß für Atletico Madrid. Der wird weit ausgeführt, direkt auf Falcao. Der verliert leider den Ball hier in der Abwehr. Milito ist durch. Milito versucht es, aber die haben den Ball sogar drin behalten. Und Milito macht einen Kopfball am Tor vorbei. Das hätte das dritte Tor sein können, was Inter hier schießt. Aber dummerweise war es nicht drin. Das heißt... Alle Karten sind noch offen. Der hat sich selbst ausgetrippelt. Auch mal lustig zu sehen. Er trippelt und dann rennt er ohne Ball weiter. Und da ist wieder Milito. Und wow. Eine spannende Partie, finde ich. Also eine wirklich spannende Partie. Die Mannschaften geben sich hier irgendwie gerade nicht allzu viel. Ich würde sagen, die Abwehr von Inter Mailand ist ein leichtes, klein wenig stärker wie die Abwehr von Atletico Madrid. Und das kann am Schluss auch spielentscheidend sein. Aber im Sturm geben sie sich nicht viel. Und hätte jetzt Falcao hier seine 60 Millionen in ein Tor umgemünzt, hätte ich gesagt, der ist 80 Millionen wert. Aber nein, er schießt vorbei. So, Rodriguez hier wieder auf Falcao und der wird gefoult. Und das ist eine gute Freistoßposition hier aus dem Halbfeld zentral vorm Tor. Da sind wir mal gespannt, wie der Ball kommt. Und den... hat der Keeper ohne Probleme, macht einen weiten Abschlag. Und da ist der Ball schon wieder auf Milito, der sich durchtrippelt. Aber auch der Torhüter hier von Atletico Madrid ist natürlich ein Profi, ein Meister seines Fachs. Auch er steht nicht umsonst im Finale.
Da haben wir die Halbzeitpause. 1 zu 0 Atletico Madrid gegen Inter, 1 zu 2, Entschuldigung, 1 zu 2 Atletico Madrid gegen Inter Mailand. Und wir gehen in die Halbzeit und sehen uns dann in der zweiten Halbzeit wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Zweite Halbzeit, Anstoß hier für Inter Mailand. Und Adrian versucht hier außen entlang zu trippeln, aber Snyder hat den Ball und passt ihn hier ins zentrale Feld. Aber da ist schon wieder Rodriguez. Und Melito hat den, das geht aber hier ganz schnell hin und her. Und da ist das Foul und gibt eine gelbe Karte. Gelbe Karte hier für Philippe. Wegen dieser etwas übertriebenen Grätsche hier. Im, was ist das eigentlich? Rechten, linken, linken Verteidigungsdings, also Linksverteidiger. Ach, egal. So, rausgefaustet. Aber sie bleiben im Ballbesitz. Jetzt der Ballgewinn hier von Atletico Madrid und Rodriguez geht über außen. Aus dieser Chance haben sie nicht viel gemacht. Da gibt es den weiten Abschlag und Atletico hat den Ball wieder. Thiago auf Adrian und dann gibt es das Foul. Hier gibt es keine Karte, er kommt ungeschoren davon, aber Freistoßgelegenheit. Und der geht mal dezent vorbei. Ja, Inter hat hier 52% Ballbesitz, 48% nur Atletico Madrid. Das sagt auch schon viel aus. Die etwas stärkere Abwehr erobert leicht die Bälle. Falcao trippelt sich hier durch die komplette Abwehrreihe, kommt aber nicht zum Torabschluss. Und da haben wir wieder Melito, der hier schön trippelt, kommt zum Schuss und da ist der Ball drin. Das dürfte schon fast die Vorentscheidung sein. In der 63. Minute macht Melito das 3:1 hier für Inter Mailand. Der absolute Oberknaller. Was sehen wir hier für ein Finale? Da war bis eben noch alles offen und dann ja fällt das Tor fast aus dem Nichts. Hat fast keiner mit gerechnet. So, jetzt kommen sie nochmal und da wäre das beinahe der dritte Treffer, beinahe der Hattrick gewesen für Melito, aber es sollte nicht sein. So, jetzt kommt hier Zenati rein für Debuschi. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Meistens ein Drama, die Namen bei mir. Und da gibt's einen Foul von Melito und das müsste eigentlich eine Karte geben. Das war so unnötig wie sonst was, aber der Unparteiische ermahnt hier nur. So, jetzt wechselt auch Atletico Madrid und Inter Mailand. Jetzt geht's hier wild her. Miranda geht raus, dafür kommt Diaz bei Atletico. Und die Auswechslung, doch, da sehen wir sie. Und zwar Alvaro Pereira kommt für Stankovic. Und da gibt's den Anschlusstreffer. Gar nicht mitbekommen. Von Falcao gibt's den Anschlusstreffer. Trippelt sich hier durch die ganze Abwehr und schießt den schon wieder innen. Latte ins Tor. Der absolute Oberknaller. Und dann gehen die Wechsel weiter. Das ist ja hier wie auf dem Bazar. So, Suarez kommt für Garcia. Alvarez für Schneider. Da gibt es die gelbe Karte. Für, Domingo kommt für Rodriguez. Und hier gibt es für wen war das jetzt? War das Rodriguez? Nee, ich habe keine Ahnung. Ja. Für wen es jetzt gelb gab. Wird mir leider nicht eingeblendet, hat die Regie ein bisschen gepennt. So, und hier der Torhüter holt sich den Freistoß direkt aus der Luft. Thiago, schön auf Adrian. Adrian zieht ab, aber nur Außennetz. Und der Torhüter hat sogar noch versucht, an den Ball zu kommen. Hat er nicht gemerkt, dass der Ball vorbeigeht? Unglaublich. So, Zanatti auf Cook. Und das war genau das Problem, denn der spielt beim Gegner. Und deshalb gibt es hier noch einen Wurf hier für Atletico Madrid. Und den holt sich direkt Inter Mailand. Und dann geht der Ballwechsel hin und her im Mittelfeld. Ein Ballgeschiebe. Und jetzt kommen sie. Nein, kommen sie nicht. Jetzt hat Falcao plötzlich wieder den Ball. Hier geht's echt drunter und drüber. Und dann gibt's hier das Foul. Und das ist eine sehr gute Position hier vom Tor. Und jetzt gucken wir mal, ob der Freistoß zieht. Aber er zieht nicht. Nein, er zieht nicht. Ganz im Gegenteil. Fast hätte es einen Konter gegeben. Und jetzt gibt's den Konter. Aber die Abwehr passt auf. Und da wird auch schon abgepfiffen. Es war knapp, es war verdammt knapp. 2:3 geht hier das Europa League Finale aus. Ja, Atletico Madrid ist zu Recht stinkesauer, weil sie hätten das Ding gewinnen können, wenn sie die Tore genutzt hätten, die Chancen, die sie hatten. Aber Inter Mailand ist hier natürlich der verdiente Sieger. Sie haben sich erarbeitet. Allein Melito hat hier
zwei Treffer dazu beigesteuert und Falcao auf der anderen Seite. One-Man-Show, würde ich sagen. Er macht auch zwei Treffer, aber sonst macht keiner einen und dann war es halt auch schon zu Ende. Von den Torchancen her muss man ganz deutlich sagen, Schüsse aufs Tor hatte Atletico Madrid ein paar mehr wie Inter. Aber die Schüsse direkt aufs Tor, also die richtigen Chancen, da hatte Atletico nur zwei und hat sie genutzt. Und ja, Inter drei und sie haben sie genutzt. Also ganz harte Gegner, wenn wir mal irgendwann gegen so eine Mannschaft spielen sollten. Dann guten Nacht, Marie. Und dann gehen wir auch wieder zurück mit ein paar Wiederholungen. Und dann geht's normaler Let's Playen weiter.